Sie ist der unumstrittene Star in Raum 6 des Senckenberg Naturmuseums, Placodus gigas, die Pflasterzahnechse. Im neu gestalteten Ausstellungsbereich Fische und maritime Reptilien nimmt der 3 Meter lange Meeressaurier nun endlich auch den Platz ein, der ihm gebührt. Denn das vor genau 100 Jahren entdeckte Skelett ist etwas ganz Besonderes. Placodus gigas, diese Pflasterzahnechse, ist ein einzigartiges Exemplar. Es gibt es weltweit nur ein einziges Mal, und zwar bei uns als gesamtes Skelett. Sonst gibt es nur einzelne Zähne oder Bruchstücke vom Schädel. Das Tier hat vor 230 Millionen Jahren in der Triaszeit gelebt und hat sich von Muscheln und von Brachiopoden ernährt. Mit seinen Pflasterzähnen hat es diese Stücke zerknackt, diese Schalen zerknackt und dann verschlungen. Ein versteinertes Stück Meeresboden aus der Trias veranschaulicht den Speiseplan dieses Nussknackers der Meere. Ernährung und Fortbewegung sind die Leitthemen bei der Präsentation jener Tiergruppen, die im Erdmittelalter ihren Weg zurück ins Meer fanden. Wie diese Notosaurier, die vermutlich schnellsten Schwimmer ihrer Zeit. Auch ein außergewöhnlich großer Schädel dieser 235 Millionen Jahre alten Tierart findet sich unter den Ausstellungsstücken. Das Besondere am Raum Meeresreptilien ist in erster Linie, dass wir hier so viele Originale ausstellen können, dass wir wenige Abgüsse, die in der Museumsdidaktik sehr, sehr häufig sind, darstellen, sondern eben echte Fossilien als Skelette montiert. Zahlreiche dieser Originale entstammen den wissenschaftlichen Sammlungen des Senckenberg und waren so lange den Blicken der Öffentlichkeit verborgen. Wie dieser Schädel eines Meereskrokodils, das früher schon einmal ausgestellt war, im Zweiten Weltkrieg aber beschädigt wurde und nun in liebevoller Kleinarbeit restauriert werden musste. An diesem Stück habe ich etwa 200 Stunden gearbeitet, über 200 Stunden, um alte Verklebungen zu lösen, um Stücke zusammenzusetzen. Sie müssen sich das vorstellen wie ein 3D-Puzzle. Zur Seite gestellt wurde dem Meereskrokodil ein Scheinkrokodil. Nur auf den ersten Blick nahe Verwandte. Dass Evolution nicht eindimensional, sondern häufig parallel verläuft, wird hier an vielen Stellen deutlich. Ein Schädel eines Komodowarans neben dem eines Mosasauriers. Eine Art, die dank ihres Auftrittes im neuesten Spielberg-Dino-Schocker zur Berühmtheit wurde. Verdient hätte es dieser Ausstellungsbereich, künftig ebenso zum Besuchermagnet zu werden wie der beliebte Dinosauriersaal. In ihrer wissenschaftlichen Bedeutung haben die Frankfurter Meeresreptilien, Tyrannosaurus und Co. längst den Rang abgelaufen.